So unterschiedlich sind Spezialeinsatzkräfte und Eltern gar nicht, speziell wenn die Kleinen krank sind. Dann legt man sich meistens zu ihnen, in das viel zu kleine Bett oder auf den Boden. Zu ihnen ins Zimmer, in das biologisch verseuchte Kampfgebiet. Da liegt man dann Seite an Seite mit Freund und Feind, bekommt kaum Schlaf, ist immer in Alarmbereitschaft und muss regelmäßig lautlos an die Zielperson ran, um das Fieberthermometer einzusetzen. Geschlafen wird, wenn auf einer 1 bis 2 cm dicken Isomatte oder auf so einem 8 cm Schaumstoffdrecksammler, der schnell auf 0 zusammengeht, wenn man mit 80 Kilo drauf liegt. Am nächsten Morgen ist unter Schmerzen Wachwechsel. Und was meinen Anteil geht, arbeiten gehen. Und nach jetzt 2 Einsatznächten auf dem Discobett sind verschiedene Punkte für mich klar. Es geht nichts über guten Schlaf. Rückenschmerzen vom Fußboden, ade. Kein Suchen mehr nach dem Fieberthermometer, Wasser oder Handy im Dunkeln. Ich habe lange geschaut, was ich für ein Notfallbett haben will. Und dann, wenn die Kleinen wieder gesund waren, habe ich das Thema wieder aus den Augen verloren. Bis zum nächsten Einsatz. Das ging auch noch alles beim ersten Kind gut. Das wurde dann halt ins Elternbett geholt und wir beide hatten dann eine Scheißnacht. Aber egal. Beim zweiten Kind wird's dann schwer, denn dann meckert das andere, warum es denn nicht auch im Elternbett schlafen durfte. Und was ist, wenn beide krank sind? Die Auswahl am Markt ist riesengroß. Von Angler-Sitzbetten über ganz flache, ultraleichte Backpacker-Camper-Dinger bis hin zum klassischen Feldbett mit einem X. Am Ende also Discobett. Warum? Einmal, weil ich Distanz zum Fußboden wollte. Die Fliesen werden in der Nachtabschaltung einfach zu schnell kalt. Zusätzlich hat sich eines gezeigt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und gerade bei den Feldbetten mit diesem X-Gestell kommen die meisten aus China und sind billige Nachbauten der Version des Militärs. Das mag mal gehen, aber Rest sparen? Grad? Kanten? Nee. Discobett ist da ganz anders. Die Rohre sind dicker und stabiler als bei meinem großen Partyzelt. Die Verschlüsse zur Disc sind absolut sicher. Alle Metallteile sind sauberst lackiert bzw. pulverbeschichtet. Und dadurch stinken die Hände nach dem Aufbau nicht. Kein Grat oder sonstiges ist sichtbar. Und es gibt auch keine beweglichen Teile, die Ölrückstände haben oder ab und zu welches brauchen. Klar, das Ganze hat sein Gewicht und ist nicht für den Rucksackcamper gedacht. Die beiden Betten kommen in jeweils einer Tasche, die man bei Nichtnutzung zu Hause oder im Auto sehr gut verstauen kann. Der Inhalt ist jeweils recht gleich. Bei mir mit den Seitentaschen, doch dazu später. Erster positiver Pluspunkt, kein ekliger Geruch beim Auspacken. Weder nach Ölen oder sonst irgendwelchem chemischen Kram. Jeweils 3 Teilstangen pro Seite, welche nur ineinander gesteckt werden und nicht miteinander verrasten. Alles in den Taschen hat seinen Platz und ein Haltegummi oder Klettverschluss. Zusätzlich hat jede der Taschen 2 der 4 Erweiterungsteile für die Etagenbettversion. Sowie eines der Sicherungsseile. Die Frames der unteren Version haben diese Rundungen, die draußen einen stabileren Halt geben sollen. Die andere Version ist nach unten gerade und hat Gummifüße. Das finde ich für drin besser. Als nächstes nimmt man die Discs. Diese haben kein durchgängiges Mittelloch. Man kann also beim Zusammenstecken mit der Stange nichts falsch machen. Auch klemmt man sich nicht, da man an der Stange an der einen Stelle drücken muss und an der anderen Stelle sich die Verrastnase versenkt. Das ist auch super einfach beim Auseinanderbauen. Dann die Stangen zusammengesteckt. Da das Bett rund 2 Meter lang wird, sollte man für den Zusammenbau mindestens 2x3 Meter Platz haben. Das erleichtert das Einschieben der Stangen in die Liegeflächen ungemein. Es geht aber auch auf engerem Grund, wenn man geübt ist. Nach dem Einschieben die andere Seite auch mit der Disc versehen. Anschließend eine der Seiten der Disc, hier erst einmal hinten, in die Vorrichtung dafür drücken. Die andere, vordere, liegt in diesem Fall nur auf. Dann auf der anderen Seite den Frame spiegelbildlich aufbauen. Erst wenn das gemacht ist, bringt man Spannung auf den Stoff und drückt die andere Seite in Position. Fertig. Kein Werkzeug. Und nach ein paar Mal üben, ist man richtig schnell. Selbst hier der erste Aufbau hat gerade mal 7 Minuten gedauert. Und es liegt sich echt gut. Ich bin 1,87 groß und wiege um die 80 Kilo. Das ist die L-Version. Da ich vom Schlafen zwar die XL bevorzugt hätte, was aber auch mehr Platz im Kinderzimmer eingenommen hätte, ist die L-Version perfekt. Die Seitentasche lässt sich mit 3 Klettverschlussteilen an einer der Seiten anbringen. Da das Bett aber kein bestimmtes Kopf- oder Fußteil hat, braucht man es nur zu drehen. Eine kleine, enge, aber offene. Eine größere offene, die etwas aufsteht. Dann eine ganz große mit Reißverschluss. Und davor 2 Stifttaschen, ein Karabiner und eine offene Netztasche. Dann eine Flaschentasche mit Kurbelzug zum Verjüngen. Und eine weitere Netztasche mit Reißverschluss.
Und die gesamte Länge hat noch einmal eine Tasche hinten hinter. Die ganzen US-Reviews packen da ihre Flinte rein. In Deutschland dann aber wohl eher weniger. Platz ist ohne Ende und so findet alles seine Ordnung. Das zweite Bett ist vom Aufbau identisch, auch wenn der Rahmen etwas anders aussieht. In diesen kommen dann auch die Verlängerungsteile, wenn man die Betten zum Etagenbett aufbauen will. Und auch wenn es zu zweit viel leichter geht, kann man das auch ganz alleine machen. So schwer ist das Bett dann auch nun wieder nicht und die Discs setzen fest in ihrem Rahmen. Dadurch kann man das ganze Bett einfach hochheben. Ist leichter als gedacht. Auch die Verlängerungen finden ihren Halt in den Discs. Nachdem man oben drauf gelegen hat, sitzt dann alles richtig fest. Damit jedoch auch trotzdem nichts auseinandergeht, sind an beiden Seiten Sicherungsseile da. Für die nur noch letzte Aufbauart löst man oben eine Seite und bringt diese nach unten. Die Discs finden natürlich auch da ihren Halt auf dem Rundrohr. Die Liegefläche nach vorne geholt und schon hat man den Platz als Sitzfläche. Die beiden Stangen im Rücken merkt man und man sollte sich nicht so auf das Sofa schmeißen. Aber ich finde es überraschend bequem für eine Notfalllösung. Mein Fazit nach einigen Tagen Einsatz. Eine meiner besten Anschaffungen. Zusätzlich die Möglichkeit, als zwei Gästebetten, wenn Oma und Opa mal bleiben wollen. Genial. Zwar ist die Farbgebung nicht auf Gegenliebe meiner Frau gestoßen, aber es soll ja nicht dauerhaft in der Wohnung stehen. Und wenn, soll sie mich doch rausschmeißen. Ins Hotel muss ich bei den Betten ja jetzt nicht mehr.